Ja, servus liebe Kinder, da ist schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Wer mit den Kindern Wassersport betreibt, wie zum Beispiel hier das SUP oder da zum Ruderboot fahren geht oder paddelt, der sollte unbedingt eine Schwimmweste anziehen, und zwar als Erwachsene und auch die Kinder. Bei den Kindern ist noch wichtiger. Wir haben jetzt heute eine getestet von Helly Hansen. Helly Hansen kennt ihr sicher als Bekleidungsfirma. Die stellen tolle Outdoorjacken her, die stellen ganz tolle Skijacken her und so weiter und so fort, kommen aber ursprünglich aus dem seemännischen Bereich und stellen nach wie vor diese tollen Schwimmwesten her. Ja, das Wichtigste ist mal bei der Schwimmweste, dass sie vom Gewicht her zum Kind passt. Das steht dann innen drin, was für eine Gewichtsklasse das Ganze hat. Hier 10 bis 25 Kilogramm. Wichtig ist auch, dass ein CE-Zeichen mit drin steht. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die im Detail an. Was mir da schon mal sehr gut gefallen hat, den Fall hatten wir wirklich, das Kind fiel ins Wasser. Hier habt ihr einen schönen großen Griff. Er könnte ein bisschen größer sein. Also ich habe jetzt ziemliche Bratzen, dass man das Kind rausziehen kann. Dann sehr interessant ist auch hier dieses kleine Detail. Wenn das Kind ins Wasser fällt und sich das und entsteht, würde hier Luftblase entstehen, das auch etwas hinderlich sein kann, hier drückt es dann die Luft raus. Innen drin seht ihr, das ist Schaumstoff, mehrere Lagen übereinander. Was auch gut ist, dass man nachts oder bei schlechtem Wetter leichter gefunden wird, diese Reflektoren. Dann auch sehr wichtig, bitte keinen Unfug damit treiben, ist diese Notpfeife, dass man auch leichter auf See oder im See, im Wasser gefunden wird. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Aufbau von den Trägern. Damit sich dem Körper des Kindes besser anpasst, haben wir hier das Ganze. So, hier jetzt mal die Helly Hansen Schwimmweste am lebenden Objekt. Also zwischen den Füßen, damit das Kind nicht oben rausgehoben werden kann aus der Schwimmweste. Hier die beiden Verschlüsse, dann da unten die beiden Gurte. Dann, wie ihr seht, hier die gut zu bedienende Reißverschluss. Dann sehr wichtig, das finde ich einfach das Beste. Hier diese elastischen Bündchen hinten, dass sich wirklich genau der Anatomie des Kindes anpasst. Wenn das Kind ins Wasser fällt, wird der Kopf geschützt und hochgehoben. Das heißt, es kann nicht ertrinken. Der Kopf bleibt immer über Wasser und das ist ja wohl das Wichtigste an so einer Weste. Also sehr, sehr gut gelöst von Helly Hansen. Das muss man einfach sagen, was war es. Nehmen wir auch hier nochmal die Reflektoren, dass man bei schlechter See, bei rauer See gefunden werden kann. Was sehr, sehr wichtig ist, dass das Kind nicht aus der Schwimmweste schlüpfen kann, haben wir hier diese Gurte, die zwischen den Beinen durchgeführt werden. Auch hier sehr toll gelöst von Helly Hansen, dieser große Reißverschluss, den man toll mit klammen Fingern auch bedienen kann. Und hier vorne nochmal der Gurt, das Ganze oben und unten jeweils gesichert, dass das Kind wirklich, wirklich sicher in der Schwimmweste drinnen ist. Die Schwimmweste ist sehr leicht und überzeugt einfach mit ihrer sehr, sehr durchdachten Bauweise. Ganz klarer Fall, die Schwimmweste von Helly Hansen für Kinder bekommt bei uns 6 Punkte von 6 möglichen Kompassen, also die Höchstwertung. Und wichtig ist immer, zieht den Kindern und euch bitte eine Schwimmweste an, wenn ihr am Wasser seid. Sonst kann es sehr, sehr gefährlich für euch und die Kinder werden. Bitte immer Schwimmweste anziehen. Also, weitere tolle Kinderoutdoor-Tipps und Tests findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut bis dahin. Pfiat, servus.